siebter Teil. Mal mit Nils und Manu. Und Manu. Ja, Alter. Nils ist gerade bei der Tortenplatte. Hat einen schönen Kuchen gemacht. Mhm. Ey, wo der seine Farbe überall hat, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Am langen Ast. Was ist mit dem langen Ast? Da ist die Farbe. Achso. Das hat die auch legendär gemacht, ne? So, Akrax schreibe ich mal auf. Hier, wie kommt das? Ich putze das jedes Mal weg und drin. Ja, weil das runterläuft. Ja, das nervt mich. Vorhin hat mir einer schlauer gesagt, das muss in die Vertiefung laufen. Ja, das läuft nicht mehr in die Vertiefung, sondern tiefer. Also ich bin mit dem Grau nicht zufrieden. Da müssen wir irgendwas machen. Dann müssen wir das mal, bevor wir das andere machen, machen. Ich weiß nicht, wo ich das abstellen soll. Oh, das läuft hier komplett an dem ganzen Modell runter, ne? Und der untere Rand... Das wird. Dann hast du zu viel gemacht. Nein, da. Das hast du gemacht. Ach so. Föhnen. Guck hier. Ja, das ist scheiße. Es ist gut, dass ich dich hab. Dann muss ich dann, wenn ich zu Hause das shade, drauf achten. Ja, es geht aber jetzt noch einige. Ah, scheiße, hier nicht mehr richtig. Was denn? Ja, du merkst dann halt. Ach so, wie passiert das? Wie du als erfahrener Shader. Shade trocknet anders als die normalen Farben. Jetzt lass mich nicht lügen. Das eine trocknet von innen nach außen und das andere von außen nach innen. Ah, okay. Und deswegen hast du dann diese Flecken quasi, wenn du es nochmal drüber gehst. Das müsste von außen nach innen trocknet Shade, glaube ich. Deswegen wird es dann halt, hast du diese Flecken außen. Und, haben wir schon eingetrocknet? Wollen wir probieren, hier mit Weichern nochmal drüber zu gehen? Ja, mach mal. Ja, dann, wenn es nicht gut aussieht? Dann müssen wir es halt neu grau machen. Nee. Ja, aber. Ich guck mal, was im schlauen Buch steht. Guck du mal in das schlaue Buch. Ich renne jetzt die ganze Zeit um unsere zwei Kommen. Was ist denn hier passiert eigentlich? Das weiß ich nicht. Ach, komm. Wir wollen es ja nicht. Soll ja kein Vitrinending sein, da würden noch einige Schäden kommen. Also, graues Gestein, trage zu Beginn eine Grundschicht Abfluoreszenz auf den gesamten Bereich. Aber trage nun eine Mischung aus gleichen Teilen Wildland und Agrax auf. Verdünnt mit Tropfen Lamium Medium. Ja, das sieht fast so aus wie uns aus. Echt? Vielleicht müssen wir es wirklich trocken bürsten. Aber es sieht so schmierig. Also, ich weiß nicht, ob das auf den Stein hängen bleibt. Wir können es gerne probieren, aber. Oder doch nur Euro. Also ihr seht hier gerade zwei Malerbäuche. Ja, die verzweifeln. Ja. Wir sind nicht zufrieden mit unserer Arbeit. Und deswegen hapert gerade das Video ein bisschen. Also ich finde die Platten gar nicht schlecht. Gefällt mir auch gut. Das würde ich so lassen. Wir können da gerne nochmal Trockenbürsten drüber, aber dann erwischt du halt viel Gold dabei. Ich würde vielleicht nur die Kanten. Ja, die Kanten auf jeden Fall. Da hast du recht. Das da gefällt uns aber nicht. Das Grau, die große muss, Fläche grau. Man muss halt erstmal gucken, wenn es getrocknet ist, aber. Ja, aber guck mal, wie fleckig das ist. Aber das kann weggehen noch. Aber hier, guck mal, du siehst hier voll die Pinselstriche. Das ist kein Vorwurf von dich, aber. Ja, ich glaube nicht, dass es so besser wird. Ja, warum ist denn das so? Ich weiß es doch nicht. Weil du halt mit dem Pinsel malst und nicht mit einer Airbrush. Aber ich meinte, sieht nicht Akrax immer so aus am Anfang? Ja, lass es mal trocknen. Was, also machen wir die anderen zwei jetzt nicht, ja? Nee, machen wir erstmal Reckland, ja? Sepia. Reckland Sepia. Wie gesagt, ich kann die Namen nicht. Ich hätte ja fast gesagt, wir probieren mal eins aus. Und dann? Und dann testen wir, aber. Okay, wir besprechen das. Ich würde sagen, es ist jetzt gar nicht gespielt, wir machen jetzt einen Cut. Ja, wir wollen auch mal schlafen. Wir wollen jetzt abhängen, wir lassen das jetzt trocknen und dann
seht ihr bald die Bilder bei Instagram bei unseren Seiten, wie es fertig aussieht. Vielleicht haben wir noch eine Idee, ich und jetzt, wie wir das besser machen. Und ich hoffe, die Reihe. Sieben Teile statt. Wir haben gerade erst vier, jetzt sind es sieben Teile. Wow. Gut, der siebte Teil ist ein kurzer Teil. Ist ein kurzer Teil, das stimmt. Da kann der Robby das vielleicht noch an das andere Teil dranhängen, dann sind es insgesamt nur sechs. Ja, Robby macht das schon. Robby ist super. Ich hoffe, die Reihe hat euch gefallen und vielleicht, wenn ihr unten drunter schreibt, euch gefällt das, können wir auf jeden Fall mit Moors Garden oder die Asyd-Ruinen nochmal weitermachen. Oder vielleicht wäre ja wirklich nichts, wenn wir ein zweites in Gestein machen. Ach du Scheiße, da darf ich gar nicht dran denken. Oder wir machen so mal ein Painting-Video, was? Richtig. Habt ihr da ja Lust drauf? Genau. Also, dass wir wirklich aktiv erklären und auch kleinschrittiger. Aber das ist sehr zeitaufwendig, glaube ich. Das haben wir ja mal mit den Zangors gemacht. Haben wir nie hochgeladen. Ja, und das Faszination Wargaming. Genau. Ne? Das ist jetzt. Ja, ja, ist mir schon klar. Aber vielleicht kriegen wir es ja trotzdem mal hin. Jo. Ich weiß es nicht. Mal schauen, vielleicht habt ihr Lust drauf. Bis bald. Ciao.